Hallöchen Freunde und herzlich willkommen zu diesem kleinen Factorio-Tutorial. Heute will ich euch zeigen, wie ihr in Factorio Mods installieren bzw. ein ganzes Modpack installieren könnt, weil in letzter Zeit vermehrt die Anfrage kam oder die Frage kam, wie man das macht, wie das funktioniert. Jetzt wollte ich einfach mal so ein kleines Video dazu machen. Als allererstes solltet ihr euch entscheiden, wollt ihr einzelne Mods haben oder wollt ihr ein ganzes Modpack haben. Ich fange jetzt erstmal mit dem Modpack an und erkläre euch, wie das funktioniert und danach machen wir die einzelnen Mods. Ihr könnt euch zum Beispiel das Farlands Modpack downloaden auf folgender Seite, GitHub. Hub.com, ja, die Seite habe ich unten in der Beschreibung verlinkt. Das ist das Farlands Modpack, was ich momentan auch spiele. Oben in der Infocard ist der Link zur Playlist, falls ihr euch das reinziehen wollt. Und hier könnt ihr euch dann die verschiedenen Versionen von dem Modpack runterladen. Ich spiele die Version 0.13.1, weil diese Version über die Factorio-Version 13.20 läuft, die momentan die stabile Version von Factorio ist. So. Wenn ihr euch das gedownloadet habt, und zwar hier die Source Code ZIP-Datei, ja, nicht die tar.gz-Datei, keine Ahnung, was das ist. Auf jeden Fall diese Datei downloadet ihr euch. Und wenn alles gut gelaufen ist, dann habt ihr diese Datei auf eurem Rechner liegen, die ihr dann entpacken könnt. Und dann habt ihr folgenden Ordner, und zwar diesen hier. Dort findet ihr dann sämtliche Mods, die in dem Modpack drinne sind, plus eine README-Datei. Und diese Dateien kopiert ihr dann in folgenden Ordner. Und jetzt kommt das Wichtige. Ihr müsst es nämlich in diesen Ordner reinpacken, ja. Benutzer, App Data, Roaming, Factorio. Und dort findet ihr den Ordner Mods. Dieser Ordner müsste bei euch, sofern ihr noch keine Mods installiert habt, leer sein. Wenn er das ist und alles richtig gelaufen ist, dann kopiert ihr diese ZIP-Dateien, so wie sie sind, nicht entpacken, einfach hier rein kopieren und schon sind die Mods installiert in Factorio. Der öffnet die automatisch, also ihr braucht hier nichts zu entpacken. Einfach die Mods, so wie sie sind, aus dem einen Ordner in den anderen Ordner reinziehen, rein kopieren, wie auch immer. Und das ist auch schon der ganze Trick dabei. Jetzt müsst ihr nur noch eins tun, und zwar müsst ihr in Steam reingehen und dort eure Factorio-Version ändern auf die jeweilige Modpack-Version. Ja, wenn ihr wie ich die 13.1 habt, dann braucht ihr die 13.20 Factorio-Version. Die könnt ihr mit Rechtsklick-Eigenschaften, Betas, und dann könnt ihr hier die Factorio-Version auswählen, die ihr spielen wollt, und damit sollte das alles funktionieren. So, dann könnt ihr auch schon Factorio starten und ihr werdet sehen, er fängt direkt an, hier die Mods zu laden, die ihr in den Ordner reingepackt habt. Und nach einer kurzen Wartezeit zeige ich euch dann, wie es weitergeht. So, wenn ihr nun in diesem Anfangsbildschirm seid, dann könnt ihr hier über Modifikationen die ganzen Mods sehen, die ihr gerade installiert habt. Und könnt hier auch sehen, welche Factorio-Version ihr braucht. Hier unten steht jeweils Factorio-Version 0.13, ja. Also solltet ihr nicht wissen, welche Factorio-Version ihr benötigt, einfach das Spiel einmal laden. Es könnte sein, dass die Modifikationen hier dann rot angezeigt werden, weil sie nicht funktionieren in der Version. Aber dann könnt ihr das hier sehen, welche Version von Factorio ihr braucht. Solltet ihr euch eine neue Version oder ein anderes Modpack runterladen, wie auch immer. Ja, das wäre das Modpack, wie ihr das installiert. Ihr könnt jetzt loslegen. Wenn ihr nur einzelne Mods installieren wollt, dann könnt ihr hier in dem Ordner auf Mods installieren drücken und hier könnt ihr euch nun einzelne Mods runterladen, falls ihr kein ganzes Modpack haben wollt, sondern nur einzelne Mods haben. Hier oben könnt ihr noch suchen, was auch immer, wenn ihr gehört habt, irgendein Mod ist cool, könnt ihr euch den hier raussuchen. Geht da drauf und dann könnt ihr euch den hier einfach installieren, ja. Ihr müsst natürlich auch, wie bei dem Modpack, auf die Version achten, ja. Es ist ganz wichtig, es gibt verschiedene Mods hier, die auf verschiedenen Versionen laufen und da solltet ihr schon drauf achten, dass das alles zusammenpasst. Ja, Freunde, das wäre es gewesen mit diesem kleinen Tutorial. Ich hoffe, ich habe nichts vergessen und euch hat es gefallen. Wenn ja, dann könnt ihr gerne mal bei mir im Let's Play vorbeischauen oder lasst ein Like oder einen Kommentar da oder was auch immer und wir sehen uns dann eventuell in einem anderen Tutorial wieder. Bis dahin, macht's gut, haut rein, tschüss!